Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir freuen uns sehr, sehr doll, dass so viele Leute heute hier hingekommen sind. Es sind sogar mehr als die geplanten 50 da und wir versuchen gerade noch eine dritte Kundgebung anzumelden. Also schön, dass ihr so viele Delegierte geschickt habt heute. Heute ist der 1. Mai. Der 1. Mai ist seit 130 Jahren und länger der Kampftag der Arbeiterinnenklasse. Und gerade zur heutigen Zeit, wo die Wirtschaftskrise des Kapitalismus mit der Corona-Krise zusammenfällt, ist es umso wichtiger, auf die Straße zu gehen. Und wie man hier sieht, ist es auch im Rahmen des Infektionsschutzes möglich, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, wir sind nicht einfach verschwunden, vereinzelt zu Hause, sondern wir können es trotzdem hinkriegen, gemeinsam auf die Straße zu gehen und zu zeigen, es ist unser Kampftag und es wird auch unser Kampftag bleiben. Die Bundesregierung stützt bereits jetzt insbesondere große Konzerne mit Milliardensummen und die Konzernbosse sichern ihre Gewinne, während die Klasse der Lohnabhängigen die Hauptlasten der Krise trägt. Vor kurzem ist mitgeteilt worden, dass die Autokonzerne einerseits auf staatliche Mittel zurückgreifen, andererseits aber Dividenden in Milliardenhöhe an ihre Aktionäre ausschütten. Das ist ein Skandal. Die lohnabhängig Beschäftigten leisten in den sogenannten systemrelevanten Bereichen wie Krankenhäusern, Pflege, Lebensmittelproduktion und so weiter massiv Überstunden. Der Arbeitstag wurde auf 12 Stunden ausgeweitet, Pausenzeiten verkürzt. Viele verlieren ihre Jobs oder verzichten in Kurzarbeit auf einen Großteil ihres Lohns. Zu einem Überfluss hat die Bundesregierung auf Wunsch der Unternehmen Arbeitsrechte geschliffen, Arbeitszeitregelungen ausgeweitet. Lohnabhängige werden zudem aufgrund der Privatisierung des Gesundheitssystems am schlechtesten versorgt. Es ist ein Zwei-Klassen-Gesundheitssystem daraus geworden. Für Erwerbs- und Obdachlose verschärft sich ihre ohnehin prekäre Lage nun noch weiter. Und an den Grenzen der EU lässt man Flüchtlinge und Migrantinnen schlicht verelenden und sterben. Angesichts dieser Entwicklung verwundert es nicht, dass die Bundesregierung in Bund und Ländern unter dem Vorwand der Corona-Bekämpfung grundlegende bürgerliche Freiheitsrechte auch über den Infektionsschutz hinaus eingeschränkt hat. Dabei geht es um das Versammlungsrecht, aber einer der größten Skandale ist, dass das Recht auf Asyl faktisch ausgesetzt werden wurde. Das können wir nicht mit uns machen lassen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass das sofort rückgängig gemacht wird. Schließlich nutzt die Bundesregierung die Gelegenheit, um einen umfangreichen Bundeswehreinsatz im Inneren gangbar zu machen und das Image des Militärs aufzupolieren. Statt des Aufbaus eines funktionsfähigen zivilen Katastrophenschutzes und eines Gesundheitssystems, das auf die Bedürfnisse von Menschen ausgerichtet ist und nicht auf Profite Einzelner. Dafür ist die Große Koalition schon jetzt, hat die Große Koalition schon jetzt die Bundeswehr in diverse Maßnahmen eingebunden. Insgesamt rechnet die Harthöhe für ihr Corona-Regiment mit 32.000 Soldatinnen und Soldaten im Inland plus Reservistinnen, die sich bereits zu Tausenden beim Militär gemeldet haben. Und so werden durch die Corona-Krise oder im Windschatten der Corona-Krise noch das Image der Bundeswehr aufpoliert und Kriege gerechtfertigt. Vor diesem Hintergrund ist es jetzt nicht an der Zeit, im Geiste von Sozialpartnerschaft und Krisenkorporatismus die Füße stillzuhalten. Es wird Zeit, denjenigen die Rechnung für die Krise zu präsentieren, die seit Jahrzehnten mit Ausbeutung und Unterdrückung unvorstellbare Profite gemacht haben. Nicht die Beschäftigten, sondern die Klasse der Kapitaleigentümer muss für die Krise zahlen. Das Gesundheitssystem muss umgehend vergesellschaftet werden, sodass es auf die Bedürfnisse aller Menschen ausgerichtet werden kann. Statt immer mehr Geld in das Militär zu stecken, brauchen wir einen bedarfsgerechten Ausbau der zivilen Nothilfe und des Katastrophenschutzes. Die Corona-Pandemie ist nur ein Brandbeschleuniger der großen Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt. Wir demonstrieren hier gegen die Versäumnisse der Regierung, die nicht vorbereitet war auf die Pandemie, gegen die Hamburger Landesregierung, die Krankenhäuser an Asklepios verscherbelt hat und zugesehen hat, wie das Pflegepersonal abgebaut wurde. Wir demonstrieren gegen die Konzerne, die den Staat bei dieser Gelegenheit abzocken und die Politik zur Normalisierung treiben, nach dem Prinzip Wirtschaft und Profit gehen vor Gesundheit. Aber wir fragen uns auch,
warum unsere Gewerkschaftsführungen nicht auch zum Protest gegen Regierung und Kapital aufgerufen haben. Warum wir hier nicht gemeinsam protestieren gegen die Einführung des 12-Stunden-Tags und der 60-Stunden-Woche. Warum wir uns hier nicht gemeinsam einsetzen für die, die am schlimmsten dran sind. Am allerschlimmsten. Die Werksvertragsarbeiterinnen in Schlachthöfen, bei Paketdiensten und auf dem Bau. Sie sind wie das Pflegepersonal, Verkäuferinnen, die Leistungsträger der Nation. Wir kritisieren, dass der DGB nicht auffordert, die Rüstungs- und Luxusgüterproduktion einzustellen. Regierung, Kapital und DGB wollen, dass wir alltags Schulter an Schulter arbeiten und produzieren und mit 1,50 Meter Abstand in Super- und Automärkten einkaufen. Und am 1. Mai, dem Tag der Arbeiterklasse, sollen wir zu Hause bleiben. Okay.